Ich wurde heute schon gefragt, was ist denn das Epochemachende hier bei der Einführung beim Outdoor Scan 3? Und mir fällt nichts Besseres ein als die Erstbesteigung des Mount Everest. Bei Mount Everest, mit was hatte Hillary zu kämpfen? Hillary hatte zu kämpfen mit Schnee, mit Nebel, mit unendlich starkem Sonnenlicht, mit Regen im Tal. Und so geht es auch unseren Mitarbeitern, unseren Menschen, die arbeiten außerhalb von Fabrikhallen. Auch sie müssen mit den AGVs dafür sorgen, dass die AGVs niemand gefährden. Und wie machen sie das? Sie machen das mit dem Autoscan 3, der durch den Nebel sieht, durch den Regen sieht, vom Sonnenlicht sich nicht blenden lässt und somit Sicherheit schafft außerhalb der Fabrikhallen, die es so bisher noch nie gegeben hat. Was wir hier zeigen, ist eine Weltneuheit. Wir haben mit dem Autoscan 3 den ersten sicheren Laserscanner, der zertifiziert ist für den Einsatz im Außenbereich. Bekannt sind wir ja von Microscan 3, S3000, S300, S300 Mini, einem breiten Portfolio von sicheren Laserscannern für den Indoor-Bereich. All dieses Erfahrungswissen, was wir haben, transportieren wir mit dem Autoscan 3 in den Außenbereich. Wir zeigen hier an dem Exponat die Robustheit, insbesondere bei Schneefall. Man sieht wildes Schneetreiben, der Scanner ist grün und hier ist auch nichts gefaked. Er überwacht tatsächlich einen Schutzbereich und mit dem Manipulator kann ich den eben verletzen. Und er schaltet wieder auf grün, sobald ich mich daraus bewege. An dieser Station zeigen wir die Robustheit bei Nebel. Tatsächlich ist es so, dass Nebel im Außenbereich eine große Herausforderung darstellt. Dafür haben wir eine Funktion entwickelt, die nennen wir Fogsight Function. Und was sie ermöglicht ist, wenn der Nebel zu dicht wird, der Scanner also nicht mehr sicher arbeiten kann, erkennt er diesen und schaltet dann ab. Wenn der Nebel sich lichtet, wird der Scanner wieder auf grün schalten, das Fahrzeug kann weiterfahren. An dieser Station zeigen wir die Robustheit, insbesondere bei Regen. Gerade bei Regen zeichnen wir uns durch eine außerordentliche Robustheit aus. Bis zu einer Regenmenge von 10 mm pro Stunde, was einem Starkregen entspricht, sind wir einfach nicht beeinflusst. Zuletzt zeigen wir hier die Robustheit gegenüber Fremdlicht. Und obwohl dieser 500 Watt Strahler direkt in den Scanner strahlt, ist dieser unbeeindruckt. Auch in der Kombinatorik von Fremdlicht, Regen und gegebenenfalls auch Schneefall oder Graupelschauern ist ein Autoscan 3 unbeeindruckt und ermöglicht die Verfügbarkeit, die es braucht, um Fahrzeuge effizient zu automatisieren. Industrie 4.0 bedeutet für uns, dass ganze Schwärme von AGVs, die autark außerhalb der Fertigungshallen fahren, dass diese jetzt sicher fahren können. Und somit wird Industrie 4.0 jetzt freigelassen, raus aus den Hallen, hinaus in die Welt, wetterunabhängig. Das ist für uns der Autoscan mit Industrie 4.0.